Er bohrt. Mein Nachbar bohrt. Wie dein Nachbar bohrt. Ja, der bohrt. Wie der bohrt. Er bohrt in seiner Einzimmerwohnung. Wie der bohrt. Ja, der bohrt mit einer Bohrmaschine. Was bohrt er? Der, was kann man in einer Einzimmerwohnung bohren? Wohnzimmer wahrscheinlich, oder? Und jetzt kommst du ganz viel von der Wand oben, kommt runter auf meinen Tisch. Wenn ich wegen dem sterbe, dann bohre ich mal was anderes bei ihm. Sein Badezimmer oder so. Er hat gehört, was ich gesagt habe, er klopft an meine Tür. Mach auf und frag ihn, was er will. Nein, ich guck durchs Schlüsselloch gleich. Was? Ich guck durch das Schlüsselloch. Er klopft, hörst du es? Junge, was? Er klopft bei mir. An die Tür. Er sagt, ich soll aufmachen. Wieso? Der ich will bin doch, alleine zu Hause. Vielleicht will er doch nur seinen Strom haben. Welchen Strom? Aber warum klopft er denn? Was stimmt denn mit dem nicht? Ich weiß nicht, er klopft die ganze Zeit und sagt, ich höre so leise, mach auf, mach auf. Er flüstert bei dem Flur, damit die Nachbarn das nicht hören. Yo, was? Und er hat einen Mundschutz an, ich sehe es durch Schlüsselloch. Was soll ich machen? Mach am besten gar nichts. Mach nicht auf, würde ich sagen. Aber was, wenn er aufmacht? Hä? Ich glaube nicht, mach lieber nicht auf. Warte, ich komme gleich, ich gucke kurz, was er will. Jo. Hallo? Ja? Ja, er versucht mit seinen irgend so eine Karte an der Tür, an den Schlitz. Was macht er da? Ach so, bist du irgendwie in so einer Wohnung oder was? Ja, ich bin in meiner Wohnung. Mit Karte versucht er durch den Schlitz so. Mit EC-Karte. Ja, so, bist du in einem Hotel oder wie? Nein, also, in einer Wohnung. Der so, mach auf, dir passiert nichts. Ich mach auch langsam. Hä? Was ist bei dem los? Ich bin alleine. Was? Ich mach lieber nicht auf, hä? Wieso nicht? Vielleicht will er mir nur. Keine Ahnung. Sowas machen keine normale Menschen. Ja, lass lieber die Tür zu. Ja, ich lass zu. Ansonsten rufe ich die Polizei. Ich glaube, die Nummer war. Die finde ich, glaube ich, im Internet. Ich weiß auch nicht mehr. Wie geht die nochmal? Ich weiß, aber ich will nur gucken, ob du es weißt. 110, ne? Ja, was jetzt? 112 oder 110? 112. Hä, er macht Liegestützen vor meiner Tür. Wie, er macht Liegestützen? Ja, so Liegestützen, aber er ist auf den Knien. Warum keine richtigen? Weiß ich nicht. Und er hat ein Bügeleisen in der Hand. Was? Hä? Wie kann er ein Bügeleisen in der Hand haben und Liegestützen machen? Wie kann er denn Liegestützen machen? Er klopft wieder. Warte, ich muss kurz an die Tür horchen. Er hat gesagt, hä? Mein Bügeleisen, guck mal, ist ein Unikat. Oh, wie? Hat er ein seltenes. Was soll ich machen? Soll ich aufmachen? Ich mach kurz auf, oder? Nein, mach lieber nicht auf. Und wo wohnst du? Ich komme aus Thüringen, näher Mühlhausen. Achso, ja, ich wohne im Saarland. Im Saarland? Er ist aber am Fenster, der Typ. Was soll ich machen? Was macht er? Er ist aber am Fenster, ich sehe ihn. Wie er ist am Fenster? Ja, ich wohne im Erdgeschoss. Ich sehe ihn da. Ich sehe ihn, aber ich mach so, als würde ich ihn nicht sehen. Ich guck mich nach links. Was soll ich machen? Hä, dann ruft die Polizei. Ja, aber dann sieht er doch, dass ich ihn sehe. Er guckt mich an. Dann spiel einfach weiter und versuch abzulenken. Der wird jetzt nicht die ganze Zeit da durchgucken. Er guckt mich an, also die ganze Zeit. Tu so, als würdest du ihn nicht sehen. Mach ich. Macht der? Er macht mit Herz, so ein Herz mit seiner Hand. So. Wie, er macht ein Herz? Er macht so, mach an die Scheibe. Was soll ich machen? Was? Er klopft. Jo. Mach nicht auf. Ich bin alleine zu Hause, was soll ich mach machen? Mach alles, aber nicht auf. Der. Ey, ich mach auf, okay? Nein, mach nicht auf. Ja, was soll ich machen? Ja, ihr ruft die Polizei. Ich weiß nicht, was man in so einem Fall macht. Ich hatte sowas noch nie. Aber was soll ich zur Polizei sagen? Er klopft. Digga, was? Lauf! Wie soll ich dir helfen? Was soll ich machen? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ruf die Polizei an. Weil mein Fenster ist beim Balkon, weißt du, und er steht auf meinem Balkon. Es wird immer schlimmer! Jetzt sieht seine Jacke aus, es ist kalt. Und er hat Schlagsahne. Was? Wie Schlagsahne? Er isst Schlagsahne vor meinem Fenster. Hä? Wie kann er das? Was? Mach dem kurz auf, ich komme gleich, okay? Nein, mach ihm nicht auf. Oh. Digga, was? Er versucht reinzukommen. Ruf die Polizei. Was soll ich machen? Ruf die Polizei. Warte kurz auf. Digga, was? Was? Ruf die Polizei an, Mann. Digga, was passiert hier? Am Ende bin ich so ein Verdächtiger, weil ich alles mitgehört habe. Hallo? Digga, was? Der Nachbar hat schon die Polizei gerufen. War's. Ja? Ja. Boah, ich ätte dich mal. Der Nachbar meint, falls jemand zugehört hat, er soll auch aussagen.
Hast du alles mitbekommen? Was soll er aussagen? Ja, du sollst aussagen, was genau passiert ist, falls du mitgehört hast. Ja, okay. Wo soll ich Ich aussagen? weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das zu dir nach Hause Ich will aber kommt. nichts aussagen. Aber du hast mitgehört, sonst machst du dich also strafmündig. Nee, ich habe gar nicht mitgehört. Hilft dir das, wenn ich was weiß? Ja, sag's einfach, das stimmt, was ich gesagt Ja, habe. gut. Ja. Okay, ich lade dich gleich ein, okay? Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Du, Christopher, hier will der Polizist mit dir reden. Was? Ja, die Polizei ist da, er möchte mit dir reden. Also ich habe gesagt, dass du mitgehört hast, was alles passiert ist. Ob du, also nur ob du eine Aussage machen möchtest. Kann ich machen? Ja? Na, Moment. Ja, er möchte. Kommen Sie mal bitte. Ach ja, was hast du mich? Und Sie müssen nicht so Ja, reinschreien, nicht so hallo? reinschreien. Leise reden. Hi, Christopher, hörst du mich? Ja, hallo? Ja, was ist hier passiert? Irgend so ein Nachbar wollte hat die ganze Zeit geklopft und hat den Herrn hier, den Thorsten Funk, Wer bist du? Wer bist du hat denn? ihn. Ich bin irgendeiner. Ich weiß auch nicht, wer ich bin. Ich bin verwirrt. Okay, danke schön. Das war's? Okay. Ey, Christopher? Hallo? Ja? Ja, auf jeden Fall, du Ja? bekommst per Post alles nach Hause geschickt. Okay. Woher wisst ihr, wo meine Adresse ist? Das haben die jetzt alles einfach Foto gemacht, den Christopher. Wie? Oh. Was? So, ich muss dann aufgehen. Ich Was geht zitter. denn hier ab? Ach so, und du bekommst vielleicht auch noch eine Weil Fortnite Strafe. spielt. Wieso kriege ich eine Strafe? Ja, weil du, Ja? also anscheinend hast du gelacht und alles gemacht und so. Und vielleicht bekommst du auch eine Strafe, weil du Mittäter warst anscheinend. Also es kann gut sein, dass es geplant war, das von dir und von ihm, von dem Typen. Wie geplant? Ja, dass du mich die ganze Zeit abgelenkt hast. Was? Nein, gib's bitte zu, dann sage ich es dem, also der Polizei ist hier neben mir, dann zeige ich ihm, ob es stimmt. Hast du mich die ganze Zeit abgelenkt und ihr kennt euch? Nein, ich kenne den da noch nicht. Sicher, dass du ihn nicht kennst, weil es kann sein, dass du eine Anzeige bekommst, wenn du Ja. jetzt lügst. Nein, ich bin mir ganz sicher, dass ich den da nicht kenne. Du kennst den Mann nicht, der hier reinkommen wollte. Nein, den kenne ich nicht. Okay, also war das ein Zufall, dass ich dich getroffen habe und du hast geredet in der Runde. Ja. Ja, dann wollte ich dich nur fragen, möchtest du dann noch in einem Video von mir dabei sein? Wie heißt du? Bist du live? Ja? Wie heißt du? Ich heiße Stiller Junge. Wäre es denn für dich in Ordnung, wenn ich ein Video davon mache? Ja, kannst du gerne machen. Danke auf jeden Fall nochmal. Ich würde dann jetzt gehen und wir spielen bestimmt nochmal die Tage. Können wir gerne mal machen. Okay, danke. Dann viel Spaß dir noch. Jo, mach's gut, ciao. Danke, ciao.